Einfahrsieg. Einfahrsieg, Notstrom ins Haus einspeisen. Obwohl im Haus eine Drehstromverdrahtung da ist. Um das geht's heute. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal Brewfood. Ich bin der Helmut und heute geht's um die einphasige Einspeisung. Ich werde hundertprozentig ein paar Dinge sagen, die euch nicht gefallen werden. Hilft halt einfach nicht. Und von vorne weg möchte ich sagen, das ist keine Anleitung, das zu machen. Das ist nämlich von sehr vielen Faktoren abhängig, ob das möglich ist oder nicht. Erstens Art und Bauform vom Aggregat. Was hat man für eine eigene Netzform installiert? Was haben für Schaltgeräte, für Betriebsmittel installiert? Das einfach zu machen, ohne irgendeine mit einer Ferndiagnose, funktioniert nicht. Ich zeige jetzt da nur den theoretischen Weg auf, wie es gehen würde, wenn die Umstände passen. Also nochmal, das, was ich euch zeige, nicht nachmachen, wenn ihr euch nicht auskennt. Als erstes eine Übersicht, wie es bei euch zu Hause ausschauen sollte. Das ist der Hausanschlusskasten, HAK, glaube ich, sieht man das noch? HAK. Von der Straße, von der Netzseite, kommen in den Hausanschlusskasten L1, L2, L3, der Neutralleiter, je nach Netzform ist dann irgendwo im Hausanschlusskasten die Brücke drin, Erdungsdraht auf die Potentialausgleichsschiene, da habe ich jetzt das. Erdungsdraht auf die Potentialausgleichsschiene, da habe ich jetzt das stellvertretend dafür so gezeichnet. Aus dem Hausanschlusskasten raus kommt im besten Fall dann wieder die drei Außenleiter, 1, 2, 3, der Neutralleiter und somit der Pen aufgetrennt. Da habe ich jetzt eigentlich einen Fehler gemacht, da hier vorne ist ja das eigentlich der Pen. Und nach dieser Auftrennung ist das der N und der PE. So geht man dann im Haus in eine Unterverteilung zum Beispiel rein. Jetzt besprechen wir zuerst den Generator. Einen einphasigen Generator. Welche Leistung spielt im Moment einmal noch keine Rolle? Von der Leistung abhängig wird aber dann später eine Generatorsicherung. Da komme ich dann gleich noch drauf zu sprechen. Ein Generator hat ja im Prinzip zweimal zwei Ausgänge. Eins wäre dann ein Außenleiter und eins wäre dann ein Neutralleiter oder ein PEN eigentlich. Ein normaler Generator, wenn jetzt da eine Steckdose eingebaut ist, könnt ihr, wenn es mit einem Duspol, mit einem zweipoligen Spannungsprüfer prüft, gar nicht feststellen, wo es Phasen ist und wo es der Neutralleiter ist. Weil eben keine Verbindung zu irgendeinem Erdpotenzial irgendwo bei einem Leiter hergestellt wird. Das müssen wir natürlich machen. Das heißt, der zweite Kontakt, da habe ich eh wieder was vergessen zum Einzeichnen, ein Kontakt wird als Phase definiert, als Außenleiter, und ein Kontakt geht als erstes auch für die Hausinstallation, die Potentialausgleichsschiene, auf diese Potentialausgleichsschiene. Wo der dort angekoppelt wird, ist grundsätzlich einmal egal. Den Generator separat zu erden, da habe ich jetzt das nochmal herzeichnet, eventuell als Erdungsstab, Tiefenerder, ist eventuell erforderlich, wenn der weit weg steht, damit einmal alles auf ein Potenzial angehoben wird. Das Generatorgehäuse muss natürlich, das ist das, was ich jetzt da nicht einzeichnet habe, das Generatorgehäuse muss natürlich auch da drauf gehen, somit wäre der Boden, das Generatorgehäuse, das da drin alles im Haus, die ganzen metallischen Verbindungen, alles, wo man irgendwie angreifen kann, auf demselben Potenzial. Das ist einmal ganz wichtig. Jetzt kommen wir zu der Generatorsicherung. Fünf von denen Generator, grundsätzlich ist das jetzt einmal wurscht, ob das, was das für ein Generator ist oder ein Inverter. Ich meine, es macht natürlich nicht Sinn, irgendwie einen 2,5 kW Generator versuchen, irgendwie ins Haus zu einspeisen. Da muss ich dann einfach nur die Steckdosen nehmen und den Kühlschrank anstecken oder die Heizung oder was ich auch betreiben will. Das heißt, so 6 kW Minimum soll das Ding eigentlich schon haben. Jetzt gehen wir mal aus von 6 kW oder 8 kW. Bei 8 kW müsste man diese Generatorsicherung schon ca. 32 Ampere machen. Vielleicht ist das allerdings grundsätzlich zu hoch, sollte man da vielleicht auf 25 oder 20 Ampere runtergehen, weil ich nicht weiß, ob dieser Erzeuger den erforderlichen Kurzschlussstrom, der fließen müsste,
um im Fehlerfall einen LS, einen Leitungsschutzschalter auslösen zu lassen, ob diesen Kurzschlussstrom der Generator erzeugen kann. Also macht eventuell Sinn, dass da, wenn es jetzt an der 8 kW ist, vielleicht nur 25 oder sogar nur 20 Ampere Generatorsicherung drin ist. Es gibt natürlich auch Generatoren, da haben irgendwelche Vorsicherungen, irgendwelche LS-Schalter schon drin. Kenne ich ja nicht, aber es gehört auf alle Fälle irgendwas, muss man ja irgendwie gegen Überlast schützen, irgendwas gehört her. Nach dem Generator, dann machen wir eine Generatorsicherung und dann erzeugen wir drei Phasen. L1, L2, L3, das ist natürlich dieselbe Phase, das ist ja da durchbrückt. Da entnehmen wir dann diesen Neutralleiter. Haben wir ja da wieder aufgeteilt, einmal auf eine Erdung und einmal entnehmen wir diesen Neutralleiter. Das heißt, da haben wir jetzt unser eigenes erzeugtes Netz. L1, L2, L3 Neutralleiter. Allerdings L1, L2, L3 sind dieselben Phasen. Das heißt, zwischen Außenleiter 1 und Außenleiter 2 haben wir nur 230 Volt. Oben haben wir das Netz vom Energielieferanten. Das ist unser eigens erzeugtes Netz. Wir können natürlich nicht jetzt, da hier unten habe ich symbolisch mal hergezeichnet, eine Unterverteilung. Wir können natürlich nicht jetzt beide Netze einfach irgendwie da reinziehen. Hätten wir ja ein Problem. Also brauchen wir diesen Netzeinspeiseumschalter. Blende ich mal kurz ein. Ich habe jetzt eh nicht hergeschrieben. Das ist einmal Netz, einmal 0 und einmal Notstrom. Ersatzstrom, machen wir so. Ganz wichtig, es muss die Nullstellung zwischen beiden Optionen sein. Ich habe jetzt das einfach mal so wieder symbolisch aufgezeichnet. Wenn das Generatornetz, das erzeugte, anliegt, wäre ja dies geschlossen. Und wenn das geschlossen wäre, wäre das unterbrochen, dass das Netz nicht auch gleichzeitig einspeisen kann. Das heißt, wir gehen jetzt in unsere Unterverteilung rein, über diesen Schalter, wieder L1, L2, L3 und Neutralleiter. Das Ganze natürlich, wie ich oben schon erwähnt habe, einphasig, das heißt L1, 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 so hergesehen. Wenn man mit diesem Umschalter umschaltet, dass dies unterbrochen ist und dies geschlossen ist, wird ja wieder ganz herkömmlich eingespeist von der Netzseite. Ganz wichtig immer, wenn das aktiv ist, darf das nicht stattfinden. Und umgekehrt das Gleiche. Wenn das aktiv ist, muss das unterbrochen sein. Unbedingt. Jetzt kommen wir zu dem tückischen Problem. Zu dem tückischen Problem Unterverteilung. Ich habe jetzt diese Unterverteilung auch nur sehr schemenhaft dargestellt. Da ist jetzt kein RCD, kein FI eingezeichnet, da ist ein Überspannungsauslöser, lauter solche Dinge, die haben da nicht eingezeichnet, weil die fürs System, für das Grundverständnis einfach egal sind. Ich habe jetzt auch da einen sogenannten Drehstromverbraucher eingezeichnet, im Prinzip den E-Herd. Beim E-Herd, aber bei allen Drehstromverbrauchern gibt es jetzt da dann Schwierigkeiten. Ich meine, es ist klar, dass Drehstromverbraucher mit Motoren wie Pumpen und so weiter sowieso da dran nicht funktionieren, weil wir haben ja jetzt mit den gleichen Außenleiter. L1, L1, L1 funktioniert sowieso nicht. Es geht jetzt um Geräte wie zum Beispiel ein Elektroherd oder auch zum Beispiel den Boiler, einen Heißwasserboiler. Da haben Widerstände drin, die habe ich da unten eingezeichnet, einfach mal so als ganz normale Widerstände. Das sind ohmsche Lasten. Das heißt, angenommen, das sind dann die Sicherungen. Angenommen, das ist mit 16 Ampere abgesichert. Dann würden hier 16 Ampere fließen, hier 16 Ampere. Das Ganze fließt, weil wir eben Wechselstrom haben und kein Drehstromnetz, würden alle durch denselben Neutralleiter zurückfließen. Was bedeuten würde, 16 Ampere, kein Problem. Wenn aber der zweite Widerstand auch noch eingeschaltet ist, auch im Betrieb ist, hätten wir schon 32 Ampere. Je nachdem, wo jetzt die E-Herd-Leitung für den Querschnitt ist, wenn das ein 5x1,5 ist, wie es in allen Anlagen ganz oft der Fall ist, oder selbst bei 5x2,5, würde irgendwann der Neutralleiter hoffnungslos überlastet sein, diese Ader. Das heißt, da kann dann ein Brand, ein Schmorbrand, defekte Klemmstellen und so weiter nicht ausgeschlossen werden. Darum müsste man bei diesen Geräten einen vierpoligen LS-Schalter nachrüsten,
bei dem auch der Neutralleiter so her gesehen überwacht wird. Und wenn der überlastet werden würde, würde der komplette Leitungsschutzschalter auslösen und somit hätte man da kein Problem mehr. Im Gegensatz, das war jetzt die Wechselstromvariante, wäre das die Drehstromvariante, würden hier 16 Ampere über Neutralleiter fließen. In dem Moment, wie der zweite belastet wird, würden hier 16 Ampere fließen. Ah, Moment einmal. Ja, da gibt es das Kirchhoffsche Gesetz, das googelt es mal, wo es das genau besagt. Durch die Phasenverschiebung im Sinus heben sich die Neutralleiterströme, die entstehenden Neutralleiterströme dann stellenweise aus. Das bedeutet, ein Teil des Stromes von einem Außenleiter fließt dann über den zweiten Außenleiter zurück. Bei drei ist es wieder nochmal anders, das ist ganz kurios. Wenn alle drei gleich belastet sind, gleiche Widerstände, alle drei Außenleiter gleich, ist der Strom auf dem Neutralleiter null. Da hebt sich das komplett auf bei einer symmetrischen Belastung. Das tritt aber da jetzt bei uns sowieso nicht zu, weil wir haben ja die einphasige Einspeisung. Sollten wir wieder aufs Netz zurückschalten, hat das keine Auswirkung, ob da der Neutralleiter mit überwacht wird oder nicht. Das funktioniert ganz genauso. Wichtig ist jetzt auch wieder zu schauen, wie groß wir diese Absicherung machen. Einfach da irgendwie, weil man einen schönen großen 11 kW E-Herd hat, da 25er Sicherungen reinbauen, das macht natürlich keinen Sinn. Wie gesagt, es geht auch darum, damit bei einem Kurzschluss dieser LS auslösen kann, muss der Kurzschlussstrom, der dafür nötig ist, auch erzeugt werden können vom Generator. Vielleicht muss man da dann nur mit 10 Ampere absichern. B10-Automat, muss man schauen. Der Martin Funkenschuster, ein hervorragender Kanal, wenn es um die Notstrom-Einspeisegeschichten geht, hat dazu einige Videos gemacht, den Kanal verlinke ich unter mal. Das Ganze ist natürlich bei Martin ein wenig mit Vorsicht zu genießen. In dem Video, in dem er das erklärt mit der einphasigen Einspeisung, sagt er dann zum Schluss, aufgrund eines Kommentars, da hat sich irgendjemand an den Martin gewandt, er solle ihm da einen Schaltplan machen, weil sein Elektriker das irgendwie nicht hinbringt und nicht kann. Und der Martin sagt dann, das kann dann schon sein, dass der Haus- und Hofelektriker da dann überfordert wird. Kann schon sein, Martin, kann schon sein. In der anderen Seite, das, was du in dem Video darstellst, ist alles super, in der Theorie. Jetzt schaut es nämlich so aus, wenn ich ein Notstromaggregat habe, ein einphasiges Notstromaggregat mit 6 oder 8 kW, dann habe ich da eine Zähne oder eine 2 Zähne eine Doppelsteckdose dran. Wir bringen jetzt hin, von dieser Doppelsteckdose 8 kVA irgendwie über 30 Meter Leitung in meine Unterverteilung ein. Selbst wenn ich da eine dicke Leitung lege, speist das ein mit einem Zirkon-Einspeisestecker. Wurscht, ob jetzt das für 220 oder ob ich 5 Pulis nehme und nur einen Draht hernehme, ist ja grundsätzlich wurscht. Das ist bis 16 Ampere in Ordnung. Haben wir aber davor eingezeichnet die Generatorsicherung 25 Ampere oder irgendwas. Ja, und dann mache ich es über ein Stecksystem, das, wenn ich es mit Zirkon mache, 16 Ampere aushält, weiß ich nicht. Das Schlimmste sind dann Doppelsteckdosen. Wie funktioniert das da? Da muss das tauschen. Ich kann dann sagen, ja okay, nein, da müssen wir schon jetzt auf das System gehen. Wie schließe ich das dann aber in den Aggregator? Da ist halt nur die Doppelsteckdosen da. Darum sage ich, Leute, das ist mit Vorsicht zu genießen. Der Haus- und Hofelektriker, das ist der, der das im Endeffekt anschließen soll. Der sagt nicht deswegen, das ist alles scheiße, weil er nicht weiß, wie es funktioniert. Sondern der sagt deswegen, weil er weiß, dass diese Aggregate, die es Leute heimtragen, für 500 Euro ein Notstromaggregat mit 6,5 kW und das ins Haus einspeisen, nicht funktioniert. Das ist für das nicht gemacht. Mir braucht man dann, als Haus- und Hofelektriker, braucht man mir dann ein Aggregat, wo dann irgendein Klemmkasten da ist, wo man eine Leitung einklemmen kann, tatsächlich mit entsprechenden Querschnitten. Ein ganz gefährliches Thema, da einen dann abzustempeln, weil das die Elektriker nicht können. Da muss ich jetzt noch mal schauen, für meine komplette Kollegenschaft einspringen, das können wir schon, das können die Elektriker schon, aber die wissen, was für ein Scheiß ist und darum tun sie mit irgendeinem Baumarktaggregat nicht einspeisen. Einer wie der Martin selber,
Der hat in Köln und irgendein riesen Russenkraftwerk anstehen, speist das ein, da tut er nicht mit irgendeiner Schokosteckdose nebeneinander bauen. Da müsst ihr mal, er hat ja, glaube ich, in irgendeinem Video sein Kraftwerk gezeigt, seinen Erzeuger gezeigt. Das ist eine Spielerei. Erstens hat er mit Generatoranlagen und so weiter, hat er beruflich zu tun. Da kriegt er schon viel mit. Aber dem Laien da irgendwie anzuraten, das zu machen, das ist eine Todsünde. Auch gerade ihr auf meinem Kanal, ich wisst genau, ich erkläre viel und das soll der Laie auch machen, aber solche Dinge, Notstromeinspeisungen in ein Netz, wo dann tatsächlich auch Laien drin sind, wo Spannungsverschleppungen, Potenzialverschleppungen ein Risiko darstellen, das ein Laie einfach nicht einschätzen kann, würde ich niemals machen. Niemals. Für diese Neutralleiter-Überlastungsgeschichte, wenn es einphasig ist, gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Man kann den Leitungsschutzschalter dreipolig schon drin lassen. Dann muss man halt vorher zum Beispiel noch einen Schütz integrieren, das bei Netzbetrieb alle Phasen durchgibt. Und wenn Netzbetrieb wegfällt, fällt der Schütz ab und unterbricht zum Beispiel zwei Leiter. Das heißt, es geht zum E-Herd, einfach nur ein Außenleiter hin. Wenn man das vorher irgendwie ausdiftelt, dann geht halt da einfach nur dann, keine Ahnung, ein oder zwei Kochplatten. Dann überlastet man das System nicht. Ich gehe davon aus, wenn man halt diese Notsituation hat und Notstrom braucht, geht es nicht darum, dass man vier Kochplatten, die Bretterzone und das Reindl drein und zur Verfügung hat, dass man einen Gänsebraten braten kann. Es wird schon narrisch viel irgendwie übertrieben, wenn es um die Situation geht. Ganz viel kommen jetzt dann wieder in die Kommentare. Ja, wir haben eine Photovoltaik mit 21 kW und einem Pufferspeicher und einem, keine Ahnung, und 13 kW Batteriespeicher und eine Notstromfunktion. Super. Super. Kaufst du eine Wurstzähme, Bildzeitung, alles gut. Dann brauchst du nicht herschreiben, weil das ist für dich falsch. Um das geht's nicht. Es geht um Notstromerzeuger und Generatoren, die so eingespeist werden. Nicht um irgendeine, keine Ahnung. Das ist du sagst, wir reden von Notstrom. Ein Notstromsystem. Und du verzeihst mir irgendwas von einer Photovoltaikanlage mit 13 kW Speicher und Notstromfunktion und weißt du geil was, das System hat, weiß ich nicht, 50, 60, 70.000 Euro kostet. Das steht ja überhaupt gar nicht in Relation zu dem, was ich da rede. Also das ist ein totaler Schwachsinn, gell? Ein totaler Schwachsinn. Dann möchte ich noch ein bisschen weiter ausholen. Es gibt sehr viele Kanäle, die sich mit dem Thema Photovoltaik, Balkon, Insel und so weiter irgendwie beschäftigen. Und immer dann, wenn ich da höre, dass das auch Blackout-Schutz und so weiter sein soll, und dann stellen sie dann die 2,5 kW Solarinverter da mit irgendwelchen Falt-Solarzellen und so weiter, da muss ich mal sagen, Leute, ich weiß nicht, was das ist doch ein Witz, da redet es dann davon, und dann ein Kabeltrommel irgendwie ein, im Kabeltrommel ins Haus ein, irgendwo ein, und dann einen Lampenanstecker oder 100 mal umstecken, weil es geht von irgendeiner bestimmten Situation aus. Das passiert dann, wenn du wahrscheinlich gar nicht mitkriegst. Du gehst auf Nacht ins Bett, alles ist gut, kommst in der Früh auf, was Winter ist, nichts geht, null. Deine Anlage, dein Generator, den du daheim hast, der hat noch, keine Ahnung, 11% Ladung drin. Jetzt kannst du aber, weil heute und morgen ist irgendwie schlechtes Wetter, dann kannst du deinen 2,5 kW Inverter da nicht auflohnen. Du kannst nicht auflohnen, du kannst nichts damit anfangen. Das Einzige, was tatsächlich Sinn ergibt, wäre Notstrom. Nicht irgendeine Luxus-Komfortgeschichte, sondern Notstrom. Das Einzige, was du tun kannst, wäre irgendwie eine kleine Elektroinstallation, wo du in jedem Hausflur zum Beispiel irgendeine LED-Leuchte drin hast, in jedem Hausflur eine Steckdose, wo du dann tatsächlich irgendwas anstecken kannst. Die viel bessere Geschichte war irgendeine Feuerstelle im Haus drin haben, wo man heizen kann, wo man dann vielleicht einen Topf draufstellen kann und kann sich einen Topf Wasser kochen, eine Suppe oder irgendwie solche Sachen. Jeder, da kommen sie dann daher und ja, da haben sie dann eine Ölheizung und Heizung anfangen. Das in ein paar vereinzelte Geschichten macht das gehen. Ganz viele haben in die neuen Häuser haben Fernwärme und so weiter angeschlossen. Da kannst du dein Fernwärme kannst du mit deinem Klump schon betreiben, da deine Pumpenstation daheim. Das nutzt aber nichts, wenn keine Fernwärme nicht mehr kommt. Weil beim Blackout liefert ja die auch nichts mehr. Das ist lauter sind die Geschichten. Notstrom.
Notstrom, wenn heute ein paar Stunden irgendwie das weg ist, mir geht es da darum bei Notstrom, ich meine, viel sinnvoller war es auf alle Fälle, Kerzen da haben, eine Feuerstelle machen zu können, das Wasser trotzdem in irgendwelchen Flaschen zu Hause zu haben, dass man ein wenig am Vorrat hat, dass man irgendwie bei der Wasserversorgung bricht, dann früher oder später auch zusammen. Gibt es ja genügend Katastrophenkanäle, die das publizieren. Das war viel sinnvoller. Und das darfst du mir schon glauben. Ich brauche da nicht den ganzen Tag Strom. Angenommen, ich habe heute ein kleines Kind oder ich habe keine Kinder, ja, dann muss ich mir schauen, holzen tue ich daheim mit einem, keine Ahnung, 21 kW Kachelofen. Und Holz habe ich so viel daheim, dass ich eine lange Zeit überbrücken kann. Und wenn es nicht anders geht, hau ich meine Küche zusammen und Holz ein. Aber vielleicht habe ich ja heute eine Situation, wo ich irgendwie ältere Menschen daheim habe, die pflegebedürftig sind oder ganz kleine Kinder, wo ich Suppenflaschen aufwärmen muss oder keine Ahnung was. Ich meine, das ist zwar früher ohne die Geräte und die Sachen auch gegangen, aber ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange dann zum Beispiel ein Radio irgendwie Empfang bietet von draußen her, dass man mal irgendwie was anstecken kann. Das war für mich entscheidend und wichtig. Weiß ich nicht, ich brauche den Strom nicht einmal, das Licht ist wieder so eine Sache. Weil wenn ich heute nichts finde, das ist das, was ich vorher gemeint habe, wenn ich heute irgendeinen so einen tragbaren Batteriespeicher habe, den ich mit einer Faltphotovoltaik aufladen kann, wenn der Notstrom kommt, das kaufen wir jetzt und dann ein paar Tage ist es interessant und dann steht es irgendwo. Dann ist das Ding klar. Dann ist das in der Früh, wenn es wieder nicht passt, da muss man eine Kabel drum suchen. Die finde ich aber im scheiß Keller nicht oder im Garagenkeller nicht, weißt du, ob man auch Fenster ist. Es sei denn, ich habe das irgendwie hergekriegt. Habe aber ich eine Installation mit einem Dieselaggregat oder was auch immer. Ob man dann das ganze Geschmatz, Diesel, kann man da heizen lernen, man Benzin, da geht das, Gas geht das. Es geht ja nicht darum, das ganze Jahr zu aushalten. Wenn diese Apokalypse kommt, dann ist es erst spät, dann muss man sich was anderes einfallen lassen. Aber sollte heute mal ein paar Tage irgendwie, dann komme ich mit einem volltanken Dieselaggregat oder volltanken Benzinaggregat arbeiten, weil das muss ja nicht rund um die Tür laufen. Da habe ich ja Taschenlampen, solche Geschichten, habe ich ja denen daheim. Kerzen, Teelichter, was weiß ich, habe ich ja denen daheim. Die, wo ich halt irgendwo hinstellen kann. Und die zwei Stunden, die, wo ich da irgendwie da brauche, oder eineinhalb Stunden, wo ich überbrücken muss, dass ich irgendwie ein wenig LED-Licht habe, das kriege ich da wunderbar hin. Also, man muss das einmal irgendwann wieder einmal auf das richtige Niveau setzen. Ob der Blackout kommt oder nicht. Um das geht's mir gar nicht. Das ist, da gibt's andere Kanäle, die Katastrophe vorhersehen. Ist mir scheißegal. Ist mir aktuell einfach nur scheißegal. Eins weiß ich schon. Ich habe daheim halt einen fetten Kachelofen und einen Holzofen. Ich kann da drin kochen. Ich habe da kein Problem. Also, da frieren tue ich nicht. Und ein paar Wochen kommen wir auch zum Drink aus. Ein paar Wochen können wir ohne Probleme überbrücken. Die letzten paar Tage muss ich halt nur noch Weißbier trinken. Also. Ich hoffe, kriegt es nicht wieder im verkehrten Hals, aber irgendwann muss wieder einer mal die Tatsachen sagen, weil jeder Mal, wenn er sich heute irgendwo ein kleines Windrad raushängt, dann ist er plötzlich autark und kann sich von der Stromversorgung abkoppeln. Macht sich lieber damit Gedanken, was euer Klo-Geschäft verrichtet. Weil wenn kein Strom nicht mehr da ist, hilft dir der eigen erzeugte Strom auch nicht, wenn irgendwo eine Pumpstation nicht mehr funktioniert und das von deinem Klo nicht mehr weggeht, die Kanalisation nicht mehr wegläuft. Da kannst du Photovoltaik haben, was du machst, schaut scheiße aus. Leute, lasst euch nicht verarschen, bis zum nächsten Mal, pfiat euch, servus.